Plastik ist ein absoluter Alleskönner. Zu allem formbar und widerstandsfähig ist es aus unserer heutigen Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Doch wie der Begriff Kunststoff schon vermuten lässt, handelt es sich dabei um synthetische Polymere, die von der Natur so nicht mehr abgebaut werden können. Ein Grund dafür ist in der molekularen Struktur solcher Materialien zu finden. Die molekularen Bausteine in Kunststoffen, die Monomere, sind ähnlich wie in einer Perlenkette aneinandergereiht und so stark miteinander verknüpft, dass sie oft nur schwer wieder voneinander getrennt werden können. Klar, man kann manche Kunststoffe recyceln. Eine PET-Flasche zum Beispiel wird eingeschmolzen und dann wiederverwertet, jedoch mit Qualitätsverlust. Für viele harte Kunststoffe aber ist dies gar nicht möglich. Deshalb müssen wir immer neue Kunststoffe herstellen. Können wir die Plastikflut also nicht mehr stoppen? Doch, mit Licht oder zumindest kann es uns dabei helfen. Ich bin Michael Kattan und ich habe im Rahmen meiner Doktorarbeit an der Humboldt-Universität zu Berlin Licht als Werkzeug benutzt, um chemische Reaktionspfade zu steuern und Materialeigenschaften kontrollieren zu können. Dabei helfen uns molekulare Photoschalter, durch die wir mit blauem, rotem oder UV-Licht gezielt chemische Reaktivitäten umpolen können. Durch sie wäre es uns in Zukunft möglich, bisher nicht recycelbare Kunststoffe vollkommen wiederzuverwerten. Und das ganz ohne Abstriche in Form, Farbe oder Qualität des Materials zu machen. Unsere Methode funktioniert ähnlich wie das Steckmöbelprinzip. Wir können unsere molekulare Strukturen ganz wie im Steckmöbelprinzip auf- und wieder abbauen, ohne Verschleiß. Unser Werkzeug dabei ist eine Sequenz aus unterschiedlich farbigem Licht, mit dem wir unsere Moleküle adressieren. In seinem Ausgangszustand kann unser Molekül keine Verbindung eingehen, ganz so wie ein blankes Brett ohne Verbindungsmöglichkeit. Wird es nun mit UV-Licht bestrahlt, durchläuft das Molekül einen strukturellen Wandel, das eine Andockstelle freigibt. Für unser Bild bedeutet das, das Brett erhält Dübel. Dadurch kann es mit einem weiteren molekularen Bauteil eine lose Verbindung eingehen, die mühelos auf- und wieder abgebaut werden kann. Mit rotem Licht werden die beiden Moleküle dann fest miteinander verbunden. Dieses Prinzip erlaubt es nun, beliebige molekulare Strukturen mit UV und rotem Licht aufzubauen. Und das Besondere ist, diese Strukturen können mit UV und blauem Licht vollständig wieder abgebaut werden. Und warum ist das jetzt von Vorteil? Weil es dadurch in Zukunft möglich sein wird, Kunststoffe herzustellen, die extrem widerstandsfähig und recycelbar sind. Dies gilt heutzutage jedoch als Widerspruch, denn je widerstandsfähiger ein Material ist, desto schwieriger ist es zu recyceln. Dieses zentrale Paradoxon des Plastikproblems kann durch unsere Grundlagenforschung vollständig umgangen werden, da wir Licht als Energieträger nutzen, um chemische Reaktionen zu forcieren, die unter thermodynamischen Gesichtspunkten eigentlich gar nicht ablaufen dürften. Durch unsere Forschung ist es außerdem möglich, selbstheilende Materialien oder Detektoren für verderbliche Lebensmittel herzustellen, die dann ganz einfach mit einer Smartphone-App ausgelesen werden können. Ohne die jahrelange Unterstützung der Studienstiftung wäre all dies nicht möglich gewesen. Deshalb ist die Auszeichnung mit dem Friedrich-Hirzebruch-Preis eine ganz besondere Ehre für mich.